Willkommen zurück zu Gothic 2. Wir haben beim letzten Mal erfolgreich das Auge Innos geholt. Nachdem wir jetzt hier zurückgekehrt sind und nach 500.000 Eskapaden mit irgendwelchen komischen Suchenden, haben wir es dann dennoch endlich geschafft, das Auge Innos zu besorgen. Und ja, unser Weg führt uns natürlich immer noch weiter hier durch irgendwelche Eskapaden. Wir wollen ja immer noch zu diesem einen Tempel, wo ich ja noch keine Ahnung habe, was mich weiter tief in diesen Tempel so erwartet. Ich hoffe nichts mega Schlimmes und ich hoffe, dass wir da irgendwie durchkommen. Wir müssen ja auch immer noch eine Ablöse besorgen für Vatras, dem Wassermagier. Und der kann halt nur abgelöst werden von einem anderen Wassermagier. Und wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, werden wir einen Wassermagier treffen in diesen Tempelanlagen. Es ist halt sehr, 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 sehr lange her für mich. Von daher weiß ich nicht, ob diese Erinnerung überhaupt noch ansatzweise richtig ist. Wie gesagt, meine Erinnerung in Gothic 1 war ja auch, ja, Skelette sind die einfachsten Gegner. Sind mit einer der ersten Gegner, die man tötet, nach Scavenger. Diese Erinnerung war ja auch so toll. Ja, und deswegen hoffe ich, dass ich wenigstens mit dieser Erinnerung nicht so verkehrt liege. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber wir schauen einfach mal. Kann nur gut werden. Hoffe ich. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Was ich auch nochmal gucken wollte. Wir haben doch... Achso, ja gut. Heilspruch ist ja auch nur so eine Rolle. Verbraucht sich ja. Ich hatte gerade überlegt, ob ich da irgendwie was machen könnte. Wir werden aber halt stattdessen halt zum Tempel gehen. Dann hatten wir doch dort irgendwie... so eine komische Zeltanlage oder sowas. Dann würde ich da gerne mal übernachten. Damit wir wieder ein volles Leben kommen, damit ich jetzt hier nicht irgendwelche Heiltränke und sowas verwursten muss für... Mensch, wir sind eh 2 Meter neben dem Bett sozusagen. Aber mal schauen. Erstmal bis dahin überleben. Ich speichere mal an der Stelle ab. Für den Fall eines Falles, damit ich, wenn ich jetzt sterben sollte, nicht mehr so lange laufen muss. Klingt komisch. Ist aber so. So, und dann wollte ich mich hier in der Umgebung, außer beim Schattenläufer, nochmal umschauen, ob ich hier ein paar weitere Gegner einfach mal zerschnetzeln kann. Weil wir sind ja inzwischen ein bisschen stärker geworden. Beziehungsweise halten auch mehr aus, aufgrund unserer formidablen Rüstung des Todes. Und könnten somit theoretisch auch ein bisschen mehr Gegner schnetzeln für weiteres Gedöns. Man weiß ja nie, ne? So. Dann legen wir uns hier doch mal aufs Bett. Und bis zum nächsten Morgen schlafen. Hervorragend. Sehr schön. So, dann könnte ich hier... Weiß nicht, wie viel Fleisch haben wir denn? Ja, können wir machen. Können wir mal eben schnell ein bisschen Fleisch brutzeln. Weil es ist halt auch Zeug, das uns halt wieder Leben herstellt und sowas. Und lieber stellt uns ein bisschen mehr Leben her als so den standardmäßigen. Ja, und ja, wir haben ja Zeit. Na, habe ich gehört. Glaube ich, hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach keine Ahnung. Aber wir schauen mal. Ja. Und wenn das jetzt hier die größte Braterei ist ever, wir sind wenigstens die schnellsten. Ja, also, ne, leg mal ein Fleisch in der Pfanne, nimm es sofort raus und lass es fertig sein. Ja, das schaffst du nicht. Ja, dieser namenlose Held hier schafft das allerdings. Finde ich super. Das wäre so ein Skill, weißt du, den könnte ich als Gamer, der, beziehungsweise halt als Let's Player, der nie Zeit hat für irgendwas und gar nicht fürs Kochen, sehr, sehr gut gebrauchen. Sehr, sehr gut. Ja, einfach mal, ne, irgendwas in der Pfanne hauen und dann ist es schon zack, bums, fertig. Das wäre ein Traum. Das wäre einfach ein Traum. Ja, ich bin ja ein Fan von schnellen Essen. Nicht unbedingt Fastfood, aber halt Sachen, die schnell zubereitet sind mit wenig Aufwand. Ne, bin ich tatsächlich ein Freund von. Weil ich beschäftige mich halt nicht so viel mit Essenzubereitung und sowas, weil es dauert mir zu lange und für mich als einzelne Person sowieso nicht. Da ist es mir halt persönlich den Aufwand einfach nicht wert. Und da bin ich dann froh, wenn halt das Essen einfach nur fertig ist.
Ne? Und ja, so ein schönes Steak oder sowas, einfach mal in eine Pfanne hauen und dann wäre es schon essbereit, ne? Also wirklich in so kurzer Zeit, das wäre wow. Wobei, wenn wir jetzt schon Ende Februar, März fast. Womit denn? Und ist ja bald wieder Grillzeit. Oh. Da wird der Vegetarier in mir wieder totgeschlagen. Der nicht vorhanden, ne? Weil ich ja kein richtiger Vegetarier bin, sondern eigentlich eher. Ich esse mal gerne vegetarisch, einfach weil man muss nicht immer Fleisch haben. Aber wenn Grillzeit ist, boah, dann wird einfach das, ne? Da gibt's ordentlich Steak, Bratwürstel. Und ja. Die Fleischeslust in mir, weißt du? Was knoten da hinten? Ach, Warane, okay. Dann geht es ja. Ich dachte schon, es ist irgendwie was Schlimmeres als Warane. Aber Warane kriegen wir auch tot. So, gib mal Krallen her. Da ist nichts zu holen. Ja, ja, das sagen sie alle. Auf die Warane! Spring doch nicht so weg. Kommen wir denn da hin? Einer. Komm. Spring doch nicht weg hier. So. Wie so ein Gummibär, weißt du? Und dich hier auch. Können wir auch mal da hinten in der Höhle gucken, was da noch so alles Schönes drin ist. Ich habe ja keine Ahnung. Oh, da hinten haben wir einen Feuerwaran. Ich glaube, für den sind wir noch zu scheiße. Aber wir gucken trotzdem gerne mal. Ob wir das aus welchen Gründen noch immer schaffen könnten. In der Theorie, in der Praxis, bin ich überfragt. Ist ja nichts Neues. So. Heilpflanzen? Ja, ganz wichtig. Heilpflanzen. Naja, auch da nehme ich ja inzwischen schon nicht mal alles mit, ne? Aber ein bisschen was. Da sind Goblins drin, die kriegen wir aber hin, ne? Ohne, dass ich mich jetzt hier großartig heile. Guten Tag, die Herren. Ihr seht aus wie Affen. Teilweise haue ich sie auch um mit einem Schlag. Das ist schön. Das freut mich. Da kommt Freude auf. La 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 la. So. Die Herrschaft hätten wir. Weiter an die nächsten. Guten Tag. Ja, komm. Easy. Da hinten rasten irgendwo ein paar Goblins aus. Aber so richtig. Ah, da kommen sie auch angelaufen. Ist ja schön. Ein Goblin-Krieger haben sie auch gleich mitgebracht, weil es so toll ist. Glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, ob es ein Krieger ist. Aber ich sehe nur schwarze Goblins. Da, ein Krieger. Sag ich doch. Der macht auch relativ guten Schaden. So. Puh. Oh Gott. Kommt da noch einer an. Hallo. Oh, das war jetzt auch knapp. Ich nehme mal vor, jetzt habe ich ganz kurz einen Heiltrank. Einfach nur, um ein bisschen Leben zu haben. Die Äste nehme ich übrigens auch nur mit, weil, keine Ahnung, gibt minimalistisch Gold. Haben oder nicht haben, weißt du? Der hat nichts mehr. Da lag noch ein Ast. Meins. Und du hast auch noch ein bisschen was. Hervorragend. Okay. So, da haben wir das. Dann kriegen wir hier noch mal ein bisschen Butlerfleisch. Und wir speichern mal ab. Weil Speichern einfach ist. So, Lederbeutel. Die liegen hier einfach mal rum. Das kann ja schon mal vorkommen. Speichern vor der Truhe, bevor wir sie aufschließen. Rechts. Rechts, links. Links. Rechts, links, links, rechts.
Rechts? Nein. Rechts, links, links. Rechts, links, links? Nein. Rechts, links, links. Rechts, links, rechts. Mit 100 Gold, das ist schon lohnenswert. Kann man machen. So, pass auf, pass auf, pass auf. Was war denn das für ein Sound? Es klang irgendwie fast wie so ein Kieselstein, der runtergefallen ist. Ein kleiner, großer. So, dann hier die Steintafel mitnehmen. Und noch mehr Kisten. So viele Kisten, die meinen Namen tragen. Aber hier die normale Kiste bitte aufmachen. Ein paar Pfeile, ist okay. Und was haben die Goblins hier abgeschlossen? Ich habe keine Ahnung, aber wir speichern erstmal. Speichern. Ach, muss ich auch nicht aufschließen, das ist schön. Okay. Soweit, so abartig. Wir gehen weiter. Wir könnten jetzt theoretisch eigentlich nochmal schlafen gehen, ne? Also, jetzt gleich, bald. Was haben wir denn hier noch? Irgendwas zisselt da so im Hintergrund. Natürlich, mein Qualler. Ich habe euch nicht vermisst. Was ist das? Ach, das ist der Stein. Was? Ein Golem. Ich war's nicht. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Darfst dich ruhig wieder hinlegen, Kollege? Hier sind noch weitere davon. Aber warum sind die denn jetzt so in Anführungszeichen freundlich? Und nicht sonderlich erwähnenswert hier. Wahrscheinlich jetzt gleich, wenn ich die Kiste hier öffnen will oder sowas. Hat der Platten dabei? Nö. Silberne Schale. Ich speichere mal ganz kurz unter Kekse. Mir ist das nicht so ganz geheuer. Die Kiste. Links, links, rechts, rechts. Links, rechts, nein. Links, links, rechts, rechts, links, links, rechts. Okay. Ein Morgenstern. Das klingt doch nicht verkehrt. Noch so ein bisschen Loot. Ein bisschen Loot tut immer gut. Okay. Oh Gott, ich wusste es. Ich habe es so gewusst. Ich bin so weg, ne? Ich bin so weg. Auch wenn wir da einen kleinen Gang jetzt nicht erforscht haben, aber ich bin so weg. Weil gegen die hilft ja nur Magie. Das wissen wir. Wir haben Teil 1 gespielt. Ich weiß nur nicht, welche Magie da wirklich hilfreich ist. Puh, ich leg mich jetzt mal hin. Anstrengender Tag heute. Mein Koala, Goblins und Golems. Schlimmer geht's ja gar nicht. So, das war das. Wir haben es geschafft, irgendwie rauszukommen. Haben sogar ein bisschen Loot mitgenommen. Also, es läuft. Ich kann nicht meckern, es läuft. So, dann würde mich jetzt gleich interessieren, ob ich die Feuerwache Anne hier kriege. Ja, Blutpflege. Die machen Mordsschaden und ich mache keinen Schaden an denen. Okay, gut zu wissen. Also Feuerwarane muss ich mich immer noch vorhüten. Hilft ja alles nichts. Okay.
Gut. Und die zwei Blutfliegen, die da sind, die sind mir tatsächlich den Aufwand nicht wert. Ist einfach mal so. Wir gehen stattdessen hier drüben rüber, wo noch ein paar Snapper rumstehen.